Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Stardew Valley Stream. Wir wollen mal gucken, ist ja schon ein bisschen her, wo sind wir denn? Eine Sache wollte ich mal checken, Options. Mach das wieder etwas größer, denn das ist zwar ein bisschen übersichtlicher gewesen, aber es war mir ein bisschen zu klein. Schönen guten Abend, Master Luck. Wir haben unsere Katze. Die müssen wir... Wie geht das nochmal? Report. Forecast for tomorrow. Beautiful sunny day. Okay. So, dann müssen wir uns ja um... Gießen nicht kümmern. Dear neighbor, I hope you're feeling settled in your new home. I'm writing to let you know that PS Store is now selling fertilizers. Okay. Wir brauchen Geld. Ne? Wir haben kein Geld. Wir haben ein bisschen Geld. Wir haben auch ein bisschen Platz. Den Tag haben wir, Tag 16. Gucken wir mal. Oh Moment, wir haben... Ich glaube, heute müssten wir auch noch diese Beeren einsammeln können. Haben wir wenigstens etwas zu tun? Nee. Meerbeeren. Ich meine, wenn es jetzt regnet, dann können wir ja auch in die Mine gehen und uns ein bisschen damit verlustieren. Wir können gucken, was... also wir haben noch ein paar Tage Zeit. Also wir können im 16... Wie lange habe ich gesagt? 28 Tage ist ein... Ja, 28 Tage ist eine Season. Also können wir vielleicht noch ein, zwei Sachen anbauen. Weil wir brauchen einfach ein bisschen Geld. Und wir haben hier etwas zu tun. Was haben wir hier zu tun? Help wanted... Was, ich weiß doch gar nicht, wo ich die herkriege. Was ist... Okay, Cutscene. Hatten wir das nicht schon gesehen? Ich glaube, das hatten wir schon gesehen beim letzten Mal. Ich muss mal gucken. Ich glaube, es gibt auch eine Mod, wo diese, wo wir die Dialogboxen irgendwie ein bisschen schneller, die Cutscenes schneller ablaufen lassen können. Weil es, das ist genau diese kleine Nuance zu langsam, als dass es, oder wo es mich anfängt zu, also wenn ich darauf warte, dass es vorbeigeht, dass es mich nervt. Ja, kennen wir schon. Joker Corporation, clearly the superior choice. Wir wollen
aber nicht mit der Corporation zusammenarbeiten. Wir sind hier, weil wir zurück zur Farm, Natur und so weiter wollen. Und außerdem so. Also, takes 6 days to mature. Fünfzehn davon. 12 days, das reicht nicht mehr. Gut. So, dann Jojo Cola. Ich weiß gar nicht, wo wir die herkriegen. Können wir die... Wollen nicht jede Quest machen. Wir kümmern uns erstmal um unsere Farm und um alles andere kümmern wir uns später. Scarecrows. Okay, da wollte ich auch noch eine Scarecrow bauen. So. Quatsch. Wie ging Crafting nochmal? Crafting. Wir brauchen Wood, Coal und Fiber. Hatte ich nicht meine Tasten umbelegt? Hatte ich offensichtlich nicht. Okay, mal gucken. Ich möchte ganz gerne... General Map. So, wir haben nichts in der Chat. Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben noch Sachen. Wir haben Holz. Wir haben Fiber. Was brauchen wir noch? Coal. Haben wir Coal. Das ist... Dann craften wir eine weitere Scarecrow. Ein Scarecrow Overlay und machen die Gucken wir mal, was wir hier noch an Beeren sammeln können.
Von immer auf der gegenüberliegenden Seite, dass man da genau gerade nicht rankommt. Haben wir hier noch was? Ja. Mehr, sehr gut. Dafür haben wir ja das. Solange in unserer Farm noch nichts vernünftig wächst, nehmen wir das, was in der Wildnis wächst und sagen einfach, das ist unser. So, da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon die Cutscene, dass wir das theoretisch machen können. Da brauchen wir irgendwie den Schlüssel, den wir uns irgendwie besorgen müssen. Okay, na gut, dann gehen wir ein bisschen angeln, würde ich sagen. Etwas, was wir machen können, und da können wir vielleicht ein bisschen Geld mitmachen. Wo ist die... Nee, falsche Taste. Das wollen wir. Wir wollen Foraging. Hurra! Okay, Fische. Ich wäre dann soweit. Ja, der Tag ist schon wieder rum. Gucken, ob wir die Quest noch machen können. Obwohl, nee, wir müssen es danach erst... Ja, ja, nee, Blödsinn. Das ist, den Fehler mache ich jedes Mal. Wir müssen erst die Quest annehmen und dann können wir den... müssen wir den Kram finden. Es bringt nichts, wenn wir es vorher machen. Also war das... eine blöde Idee. Danke. So, dann können wir aber noch ein bisschen hier aufräumen. Haben wir noch irgendwas in unserer Chest, das wir...
Kreuz nehmen wir mit. Ja, dann komm. Es dauert auch immer eine Sekunde zu lange, bis man den Kram... Halt, wer bist du? Du bist nicht die Person, die wir suchen. Ich habe mal geguckt, der Kollege, den wir noch nicht getroffen haben, den haben wir noch nicht getroffen. Du bist das nicht, oder? Weil er sich täglich nur eine Stunde nicht in seinem Zimmer aufhält. Und in seinem Zimmer... Ja. Und in seinem Zimmer können wir ihn ja nicht... antreffen, weil wir nicht rein können. Aber wir können vielleicht gucken, ob wir die andere Kollegin, seine Schwester, hier treffen. It's locked. Okay. Das ist wieder zu spät. Ja, ja, ja. Die Zeit verrinnt. Also das ist wirklich bitter, wie schnell das hier alles geht. Und man hat 3 Fische gefangen und sonst nicht wirklich was beschickt. Probieren wir mal. Bringen wir ihm die jetzt. Wo ist... wie heißt der Typ? Linus. Wer ist Linus? Linus ist... Das ist Louis... Du bist Linus, okay. Ja, dann gehen wir da lang. Müssen wir hier lang. Ja, das ist... Also das Frustrationslevel, das dieses Spiel erzeugen kann, das, also wenn man es drauf anlegt, oder nicht aufpasst, sag ich mal, das ist schon sehr real-world-like. Gucken, ob wir noch das hier einsammeln können, was hier wächst. Ich sehe es gar nicht mehr. Ist wahrscheinlich schon zu spät. Schönen guten Abend, Bruno. Und schönen guten Abend, Metallschleim. Wir können ja mal gucken. Gucken, ob wir es noch schaffen. Bevor wir wieder bewusstlos werden vor der Überanstrengung des Zu-Fuß-Gehens. Nupp, die sind weg. Ja. Nee, sie sind noch da. Okay, sie sind nur schwer zu sehen. Okay. Da können wir Sachen mitmachen. So. Wieso? Ich muss dich doch irgendwie... Konnte ich die... Okay. Yes.
Ich muss da jeden Tag meine Katze streicheln. Ich weiß nicht mehr, rechte Maus das, linke Maus? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Okay, wir haben 100 Goldmünzen gemacht. Okay. Okay. Nicht gut, aber nicht zu ändern. Okay, rechte Maustaste und nur einmal. Gut. Okay. Was? Oh, das war fertig. Okay. Ich wollte gerade sagen, war das doch aus der Brunnen gezogen? Ich wollte doch gießen. Aber das ist uns allen schon mal passiert, dass wir beim Gießen aus Versehen geerntet haben. Im Kopf anfangen, der mit der Hand Richtung Rücken. Okay. How are you doing, sweetie? Wer redet da mit mir? I've missed you so much since you left. I hope the farming life is everything. I hope you love mom. Okay. Send you your favorite cookies. Okay. Gut. Das ist etwas, was wir essen können. Was ich mir auch ganz gerne einstelle, ist das, weil ich es nicht immer... Weil ich das nicht immer sehe, was ich gewortet habe, weil ich ein bisschen blind bin. Kann ich die Kartoffeln eigentlich... Nee. Okay. Gut, Wasser haben wir aufgefüllt, dann gehen wir jetzt mal gucken. Ich hatte doch eine Taste, das ist H und was waren die Geburtstage? Dafür hatte ich glaube ich auch was, auch eine Mod. Mod Options. Egal, dann, ja, gehen wir. Ups. Gehen wir gießen? Nee, gehen wir in der Mine Sachen machen. Gegossen haben wir, das Zeug wächst auch. Ja, wir müssen ein bisschen in der Mine vorankommen. Mal gucken, ob wir hier jemanden antreffen. Oh, they give me two gifts. Okay, super. Dann müssen wir das nicht machen, aber wir können mit dir reden. Wie geht das nochmal? Bla bla bla. Bin ich wirklich daran interessiert, was ich zu sagen habe, aber ich muss mit ihr reden, sonst. Ne? Wie das so ist mit den Damen.
sonst wollen sie nicht heiraten. Okay. Ich bin so doof. Valuable Ore und Valuable Leiter. Okay. Und wie schön, das Inventory ist voll. Ach, das macht doch alles einen Spaß. Lassen wir den Kram erstmal hier. Das Ding brauchen wir im Moment nicht. Das Ding brauchen wir im Moment nicht. Ja. Oh ja, oh ja. Oh, das wird ein Stress hier. Okay. Wir brauchen definitiv bessere Ausrüstung. Das geht ja, das ist ja furchtbar. Okay. Aber hier haben wir Kohle. Nice. Okay, schönen guten Abend, Antares, gar nicht gesehen. Das Kohl? No. Okay, großes Level.
Aber zumindest haben wir jetzt wieder genug Quarz für eine Woche. Als Geschenk für unsere geplante Herzdame. Ich hasse die Combat in diesem Spiel. Es ist wirklich furchtbar. Also gerade mit der Anfangswaffe. Wenn man dann später ein bisschen mehr Reach hat und ein bisschen mehr... Aber ich meine, so ist das halt in vielen Spielen. Der Anfang ist immer ein bisschen nervig. Ich frage mich, warum das kein Entwickler anders macht, dass es am Anfang einfach ist und also oder angenehm und dann schwerer wird. Aber... Okay, jetzt sind wir gleich tot, deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal. Wir könnten mal irgendwas essen. Haben wir irgendwas zu essen? Backmeat? Nicht wirklich. Haben wir hier irgendwas zu essen? Besser als nix. Leave the mine. Wir hassen alles, was mit der Mine zu tun hat und wollen wieder gehen. Letzte Streams. Ich war den letzten Stream, habe alle verpasst. Da war ich ein bisschen verkränkelt. Master Luck spielt Moonring, ja. Und macht Spaß. Also, da du drin versunken bist, vermute ich mal ja. Wir wollen noch Kramsachen. So, das Schlimme ist an diesem Spiel, oder was das Spiel so jetzt so ein bisschen frustrierend macht. Wir haben jetzt unsere Sachen erledigt, ne? Wir haben uns um unsere Pflanzen gekümmert, wir haben ein bisschen Sachen abgebaut in der Mine. Aber trotzdem haben wir de facto, wir haben zum Beispiel mit keinem Dorfbewohner so richtig geredet. Das heißt, wir haben Friendship Points verloren, zumindest keine gewonnen. Aber ich glaube, wir haben sogar welche verloren, weil wir jeden Tag mit ihnen reden müssen oder so. Und... wenn man es wirklich darauf anlegt, dass man alles erledigen will, was man so erledigen sollte, dann ist das, wirklich sehr stressig. Zum Beispiel die extra Minute, die man, also Spielzeit, also Ingame-Zeit, die man braucht, wenn diese blöden Dinger auf der falschen Seite spawnen. Weil man dann einmal um den Busch rumrennen muss. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die einen immer daran erinnern, dass man hier ein Casual-Spiel spielt und auch bitteschön auch casual damit umgehen sollte. Was ich leider immer wieder... ich muss mich da wirklich bewusst dran erinnern. So, da gehen wir jetzt mal zurück, bevor wir wieder aus Versehen einschlafen. Erste Ende gesehen, jetzt weiß ich nicht weiter. Okay, also es ist... Okay, also es ist schon ein richtiges richtiges Spiel im Sinne von, man kriegt nicht alles vorgesetzt. Ja, also dieser eine Stream, den wir gemacht haben, der hat mir auch gezeigt, dass ich das definitiv nochmal spielen will, aber jetzt im Moment einfach keine Zeit für den Kram, zu viel andere Spiele. Kann man irgendwas machen? Nee, ist zu spät. Ja, das ist ja gut, dass es knifflig wird. Das ist also quasi wie ein richtiges Spiel. Also, natürlich ist es ein richtiges Spiel, aber halt, dass es
Also gerade bei so kostenlosen Spielen ist man ja versucht anzunehmen, dass die eher so very convenient werden. Aber ich meine, den ersten Eindruck, den ich halt hatte, der war halt auch, nee, das ist schon vollwertiges Retro-CRPG. Und ich meine auch, wenn man da, woran es sich orientiert, das ist ja auch kein Spiel, was einem die Sachen vorsetzt. Da muss man ja auch ein bisschen mitdenken. Und der Entwickler ist ja auch niemand, der das erst seit gestern macht. Also das passt schon. Nee, ich glaube, das war, also da bin ich froh, dass ich das entdeckt habe. Und da freue ich mich schon drauf, das zu spielen. Ich habe auch einen, ich versuche halt auch, mir nichts dazu anzugucken oder mir nichts dazu sagen zu lassen oder zu finden. Zum Glück ist es relativ unbekannt, sodass man damit nicht vollgemüllt wird. Und einen, weiß ich nicht, auf jeder Gaming-Website gleich 12 Hinweise bekommt, ohne dass man es will. Achso, wenn du so, hast du sogar hier gesehen. Okay, dann. Ja, da bin ich froh, dass ich dir das zeigen konnte. Claudia Lightbreeze. Nee, also die Idee ist wirklich, das hat mir sehr gefallen. So, das tun wir hier mal alles. Ich muss das hier irgendwann nochmal ordnen. Das ist ja alles furchtbar. Und was mich interessiert, um mal so eine Größenordnung zu haben, wie lange hast du für das erste Ende gebraucht? Spielzeit? So, also sehr grobe Angabe würde reichen. Einfach nur, dass ich mal so eine ungefähre Vorstellung bekomme. Wie lange ich für ein Let's Play einplanen muss. Ja, aber das ist ja, ich meine, hätten ja auch 100 Stunden sein können. Also. Was? Oh, okay. Haben wir Kale geerntet. Okay. Mit der Sense. Nee. So, das müsste alles fertig sein hier. Das ist noch nicht fertig? Offensichtlich nicht. So, und jetzt hier Wasser rein. Gut. Okay. Okay. Naja, aber jetzt zumindest grobe grobe Idee. Immer, wenn man nicht nah genug dran steht. Und wir haben keinen Platz mehr im Inventory, weil das alles so schön ist.
So, brauche ich Potatoes für irgendwas? Wir brauchen ein Potato, haben wir. Den lassen wir mal da. Tun wir das mal in die Shipping Bin. Brauchen wir Tulips. Nicht so aus. Gut. Weg, weg. Dann brauchen wir Kale. Auch nicht. Gut. So. So, habe ich immer noch diese bescheuerte Quest, dass wir da den Typen... Oh, goddammit. Dass wir da den blöden... Nee, wir haben ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt. Echt? Okay. Das muss ich machen jetzt. Deep in the Mine, Level 40. Ja gut, das dauert noch eine Weile. Wilde Coop. Ja, dafür brauchen wir Geld. Geld haben wir nicht. Also lassen wir das. Einmal, du bist so bescheuert. Wo soll ich die denn herkriegen? Dazu müsste ich einen abbauen können und ich kann gerade mal Koffer abbauen. Wir könnten. Ja, da willst du wahrscheinlich auch zu viel Geld für haben. Wir könnten unsere Axt aufrüsten. Lucky, bla bla bla. Guten Tag. I've decided I'm going to organize my clothes today. Das ist schön. I have to throw out all the last year's styles to make room for new ones. Wie aufregend. So, du bleib mal hier. Du bleibst mal hier bleiben, habe ich gesagt. Das lohnt gerne für die Läufe. Kann ich nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich. Den Schlüssel kriege für den. Liegt der vielleicht einfach hier bei dir rum und ich kann ihn einfach abgreifen? Nee, es gehört sich nicht. So, was will der Kollege denn haben dafür, dass wir ihm die, dass wir eine Copper Pickaxe, Upgrade Tools, Copper Pickaxe 2000 haben wir nicht und du brauchst 5 Copper Bars, haben wir auch nicht, okay. Gut. Inventory.
mal so ein bisschen Geld. Oh, da ist. Da müssen wir hin. Come on. Ist wahrscheinlich nicht nah genug dran. Nope. Na, no, jetzt ist es natürlich weg. Ah, dieses Spiel. Wenn man das nicht casual auffasst, würde einen das jetzt wahnsinnig frustrieren. Wollen wir den Treasure? Nee. Haben wir hier irgendwo noch vielleicht... Ähnliche Wasserturbulenzen haben wir nicht. Okay. Wir sollen natürlich auch irgendwann uns mal eine bessere Angel kaufen, aber mit einer besseren Angel ist es witzigerweise einfacher. Ich weiß nicht, ob wir dann auch bessere Fische fangen können. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Balken, der uns da zur Verfügung steht, wo wir den Fisch drin halten müssen, der wird dann, der wird größer. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Also es wird auch... Also, mal sehen. Also es wird, also FTL läuft parallel. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal erst FTL, dann Stardew Valley. Muss ich mal gucken. Und also wir spielen Stardew Valley, bis ich keine Lust mehr habe. Und dann machen wir eine Pause und dann spielen wir es irgendwann weiter, wenn ich wieder Lust bekomme. Das wird also... Das, also ist jetzt nicht geplant, dass ich das jetzt bis zum... Evaluation Point da nach den 3 Jahren durchspiele im Stream. Also, es ist so ein bisschen, es soll mich so ein bisschen entspannen, aber ich merke schon, wie das Spiel mich wieder unentspannt macht, weil gerade Sachen nicht genauso funktionieren, wie ich das will. Ja, also es soll so ein bisschen, weil FTL halt, für FTL muss ich halt in der Stimmung sein, dass ich halt ein Challenge haben will. Und als mir die Idee mit Stardew Valley gekommen ist, war ich gerade in einer geistigen Verfassung, wo mir der Challenge von FTL ein bisschen zu viel war. Und da ist dann das hier, wo man ja so, ne, kann man ja so Larifari spielen, wenn man möchte. War mir das passiger und im Moment ist es immer noch so, dass ich ganz gerne diesen jetzt hier am Mittwochabend so ein bisschen eher beim Spielen entspanne und bei FDL auf Hard, da ist es mit der Entspannung weniger weit. Da muss man, oder was heißt, es ist auch entspannend, aber man muss sich enorm konzentrieren. Und ich konzentriere mich schon den ganzen Tag über, da ist das wenn ich dann auch noch das abends machen muss. Und außerdem ist das so ein schönes Streamspiel, Stardew Valley. Ne, weil da kann man nebenher reden. Also jetzt beim Fischen nun nicht unbedingt, obwohl ich gerade nebenher rede. Aber da muss man ja immer noch auf das Klick hier achten. Aber ansonsten kann man ja auch, wenn man es nicht drauf anlegt, hier irgendwie 100% und Perfection zu erreichen, da kann man ja auch einfach mal einen Tag sausen lassen. Das macht man halt nichts und ist ja auch nicht schlimm. In einem Spiel wie FTL wäre man dann tot. So, wie kommen wir da ran? Ich glaube, da kommen wir nicht ran. Ich glaube, das ist extra so, dass wir da genau nicht rankommen. Und dann ist es natürlich weg, weil ich, ne, das sind so die Sachen, die mich in einem, wenn ich ein bisschen kompetitiver drauf wäre, jetzt natürlich wahnsinnig die Wände hochgetrieben hätten. Dass das Ding genau in dem Moment verschwindet, in dem wir unsere Angel da reinwerfen.
Und deswegen nicht sofort einen Fisch fangen, sondern es ewig dauert. Und dauert. Was habe ich gerade Moment, Spiel B ist aber... What the fuck? Okay, die Tastenbelegung stimmt hier mal gerade nicht. Konnte ich das nicht irgendwie... Controls... Das müssen wir vom Hauptmenü aus machen, glaube ich. Okay. Weil B sollte eigentlich immer die... Moment. Hol das mal rein, wir haben keinen Platz mehr. Okay, dann wollen wir mal gucken, was brauchen wir? Brauchen wir irgendwas an Fischen? Sardinen brauchen wir. Was haben wir denn? Sardinen, Anchovy. Brauchen wir nicht. Sardinen und Hering. Okay, das ordnen wir gleich. Vorher angeln wir noch ein bisschen. Ja, Diablo 2 war halt, hat mir halt nie so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich fand da Diablo 1 einfach interessanter. Obwohl es weniger interessant ist, das ist mir schon klar. Aber mir war 2 einfach zu groß. Mir wurde die Welt zu groß. Also ich weiß noch, dass ich es gespielt habe, auch sehr enthusiastisch begonnen. Weil es ja, ich meine, es ist ja auch Weiterentwicklung von Diablo. Okay, hören wir auf, wir werden müde. Hab sehr enthusiastisch begonnen und dann... Wollen die nach der Mal. Nach einer. What the. Okay. You found a lost book. The library's collection has expanded. Okay. Hatte ich schon wieder vergessen, dass es das gibt. Ja, und dann irgendwann mittendrin. Habe ich aus irgendeinem Grund aufgehört. Remaster, was haben sie denn da remastert? Also mit neuer Grafik oder? Weniger pixelig, okay. Also inoffiziell von Fans gemacht oder von. Also eine quasi ein Patch in Anführungsstrichen von den eigentlichen Entwicklern. Weil das höre ich jetzt zum ersten Mal. Nicht uninteressant. Offiziell, okay. Aber das ist neu, oder? Das gibt's nicht schon seit vielen Jahren. Weil nicht, dass ich es. Nicht, dass es das ist, was ich gespielt habe.
Gibt schon einige Jahre, okay. Hm. Muss ich mal gucken. Okay, wir sind Fischer. Okay. Und Foraging haben wir bekommen. Wir können... Okay, irgendwas machen. Muss ich mir tatsächlich mal angucken. Beautiful sunny day. So, wir wollen mal gucken. Also, wir haben... So, wir machen mal eine Chest. Wir machen mal Chest 1 ist... So. Und dann haben wir hier unsere Forging. Maustaste. Wieso macht das jedes Spiel anders? das Ding kommt jetzt hier rein. Fischen wir nicht. Okay, haben wir schon wieder jemand was von uns? I have a request. I need a fresh cauliflower for a recipe. Sag bloß. Could you bring me one? Ja, kann ich machen. Hallo Katze. Ah, es wird schön, wenn wir irgendwann Sprinkler haben. Also, dann brauchen wir wieder das Ding. Deswegen baue ich ungern dieses Grünzeug an, weil wir da ein extra eigenes Gerät brauchen, um es zu ernten. Und wir es nicht einfach aus dem Boden reißen können. Dann brauchen wir den ganzen Kram. Ja, okay. Okay. Wir brauchen für Community Center. Das
Daffodil. Dandelion. Leek. Nee, ich wollte heute nicht dingsen. Lassen wir erstmal hier. Gut, das ist alles so Cauliflower. Irgendwer, wer war das? Wer wollte Cauliflower haben? Jody. Ich hoffe, ich habe Cauliflower. Offensichtlich nicht mehr. Okay, ne, dann müssen wir warten, bis das Ding. Vielleicht wächst das ja noch. Steht da, wie lange wir Zeit haben? No. Okay. Es könnte aber sein, dass diese Special-Dinger länger aktiv bleiben. So, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Irgendwie Geburtstag? Pam hatte, habe ich auch vergessen. Shane hat. Okay, ich habe alle Geburtstage vergessen. Naja, das ist sehr realistisch. Bist du, ich weiß nicht mal, wer du bist. Du bist Alex. Okay. Vincent. Ja, machen wir mal, bringen wir mal eine neue, machen wir eine neue Pickaxe. Obwohl, wir brauchen Copper dafür, das habe ich nicht, ne? Wie viele Copper brauchte ich? 5. Wir haben 4 und I don't know you, das stimmt. Warum bin ich Foraging? Ich. Wir wollen. Ein bisschen unser Farm aufräumen. Ja, machen wir das. Dafür brauchen wir schon mal eine bessere Axt. Okay, dann wollen wir mal gucken. Was brauchen wir für Copper? Die
dieses zu kleine Inventory, das ist so ein großer Spaß. Also das muss ich dem Entwickler lassen. Das hat er wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die Hälfte von denen sind die Sachen, die man eigentlich immer dabei haben will, wenn man sie eigentlich immer braucht. Und den Rest hat man... Moment, das brauchen wir auch fürs Community Center Ding. Ein bisschen Beschäftigungstherapie. Wir haben definitiv zu viele Steine hier. Ich glaube, das ist technisch gesehen Mining, was wir hier machen. Also glaube ich, dass das zumindest unseren Mining-Skill erhöhen dürfte. Und schon wieder voll, wie aufregend. Schon wieder exhausted, verdammt nochmal. Okay. Wir haben noch keine Möglichkeit. Wir können hier noch das pflanzen. Okay, dann müssen wir mal irgendwas essen. Wie ging noch mal dieser super Snack? Acorn Maple Seed Pine Cone. Nimm nur einen Pine Cone. Okay. Ja, dann gehen wir in die Stadt und kaufen da was zu essen. Okay, also... Schön. 20... Flowdance, okay, Pierre 26. Emily 27. Warte mal, irgendwann wieder rauskriegen, welche verdammte. Was machst du jetzt hier? Du läufst normalerweise nicht hier. Egal. Aber sogar, das ist Dave for doing Push-Ups. Hurra, wie aufregend. Ganzen Gören.
Okay. Dann gib mir mal irgendwas zu essen. Weißt du, was ist ein Recipe? Potato und Oil. Okay, Oil haben wir nicht. Haben wir hier irgendwas, was... Egg haben wir nicht. Okay, Coffee. Nee. Wheat Flour und Egg. Meine Korn können wir anbauen. Kaufen wir das mal. Ja. Okay. Das darf doch alles nicht wahr sein. God damn it! So, mit dem muss ich auch noch reden. Nein, ich will mit dir reden. Ja, ist mir doch egal. Gut. Irgendwas, was hier noch rumliegt, was wir mitnehmen können. Du bleib mal stehen, muss mit dir reden. Hab mit dir geredet. So, können wir hier vielleicht irgendetwas... Oh, hier haben wir zumindest was zu essen. Noch mehr zu essen. Okay, da können wir uns ja richtig satt essen hier. Also, so, und haben... Njam, njam, njam. Yes. Okay, das macht nicht mal Schaden? Oder was willst du mir damit sagen, Spiel? Ja, das war heute ein ziemlich verlorener Tag. Wir können ja noch ein bisschen angeln. Können wir nicht, weil ich die Angel nicht dabei habe. Die holen wir uns mal kurz. Cheaten wir sie uns mal rein. So. Ich würde sagen, morgen gehen wir dann mal in die Mine, um damit wir endlich das letzte Kopper kriegen, damit wir zumindest irgendwas aufrüsten können. Das darf doch nicht wahr sein. Oder haben wir noch... Wieso ist das jetzt, wenn ich in dem... Okay, warum ist das... Die Tasten... Warum funktionieren die Tasten anders, wenn hier gerade ein Fenster offen ist? Spielfenster. Egal. Ich wollte gerade irgendwas machen, über irgendwas nachgedacht, das habe ich schon wieder vergessen. Wollten in die Mine, was wollte ich über die Mine mir überlegen? Kopper, ob ich noch irgendwo Kopper habe. Und es nur nicht hier, aber hier haben wir noch Kopper, okay, gut. Gut, dann machen wir das jetzt schon mal. Dann können wir unser Kopperschmelz, also verdingsen und dann uns vielleicht eine bessere Pickaxe
bauen, mit der wir dann vielleicht auch bessere Sachen meinen können. Was wir allerdings auch brauchen, wir brauchen eine bessere Axt für das Holz und wir brauchen... Okay, Skeletal Hand, so denken wir uns mal nichts bei. Offensichtlich schon. Yes. Okay. So, natürlich habe ich vergessen, denn... Copper zu schmelzen. Some new item stock. Deluxe Fishing Pole. Some bait. Okay. Ja, das wollen wir haben. Fertig. Okay, was haben wir hier? Irgendwas? Silber, leider nichts Vernünftiges. Ein Cauliflower wollen wir in jedem Fall behalten. Den. Behalten wir den auch. Der Rest kommt hier rein. Ja, das machen die wenigsten, die Sachen so über den Kopf zu halten, das stimmt. Das ist. Aber das ist offensichtlich. Ich meine, irgendwas muss dran sein, weil bei so Computerspielen lernt man das ja, dass das ja. Also irgendwie muss das irgendetwas bringen. Wir sollten vielleicht mal, weiß ich nicht, Fachleute fragen. Ich bin da kein Fachmann. Ich mach's jetzt halt, also seit ich Stardew Valley spiele, oder eigentlich schon seit Tagen von Zelda, halt auch immer, wenn ich also auf dem Balkon irgendwie ein paar Tomaten oder so angebaut habe, dass ich die dann, wenn ich sie abnehme, kurz über den Kopf halte. Man kommt somit auf jeden Fall ins Gespräch mit Passanten, die halt dann immer sich Sorgen machen. Oh, da war was fertig. Ja, aber ich weiß nicht, auch woher das kommt in Spielen. Ich meine, also ich weiß, dass Zelda eines der ersten war, wo das so war. Also Zelda 2 vor allem. Aber... Ich meine, es ist eine einfache Art, ich habe ein Item gefunden, Geschichte darzustellen. Ist halt nur, wenn man drüber nachdenkt, halt ein bisschen albern. So, ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ich wäre ein ganz schlechter Landwirt. Ich vergesse einfach zu viel.
So, okay, ich würde sagen, wir gehen. Du wolltest. Cauliflower haben. Wer war das nochmal? Jody. Wer ist Jody? Okay, der hat irgendwie Geburtstag. Echt? Ach, kann sein. Wer ist Jody? Es wäre hilfreich, wenn ich meine Nachbarn kennen würde. Moment, ist Jody nicht die... Nee, das ist Robin. Wer zur Hölle ist Jody? Okay. Mach ich mal das Wiki auf und gucke mal, weil ich nicht weiß, wer Jody ist. Jody ist... Wer zur Hölle ist Jody? Kennt Sam und Vincent, okay. Da! Okay. Thank you. Okay. Oh, das hat sogar was gebracht. So, und heute hat irgendwer Geburtstag, ne? Im Moment. Buying one beam at 3x the market value. Okay, beam. Wo kriegen wir beam her? Beam ist ein Riverfish. Okay. Von 6 p.m. bis 2 a.m. Dann haben wir fantastisch. Also abends. Also machen wir die Quest nicht, habe ich keine Lust. So, dann machen wir heute noch mal ein bisschen. Fuck you. Sag mal, Spiel, willst du mich verscheißern? Ey, ich meine, solange wir den Super Spot hier haben. Das kann doch wohl nicht euer Herz sein. Ist das, weil da drunter dieses grüne Algending ist? Dass wir deswegen da immer Algen rausziehen? Weil aber vier Stück in einem Alter.
So, wenn ich jetzt B drücke, passiert was anderes. Also irgendwas stimmt hier nicht. Shipping Bin hier. Moment, Sunfish, brauchen wir den? Ja, brauchen wir. Obwohl, den nehmen wir erstmal mit, den können wir essen. So, schon wieder der halbe Tag rum. Können wir schon wieder viel in der Mine nicht beschicken. Aber vielleicht finden wir ein bisschen Kopper. Ein paar, weil dann könnten wir unsere. Wir brauchen 5 für die. Für die Pickaxe. Ich glaube 5 für die Axt. Schau mal. Gott, die Steuerung ist so furchtbar. Schön konzentrieren, früh zuschlagen. Das Ding ist sehr langsam. Okay. Warum? Ach, weil der verdammte Inventory voll ist. Ach, goddammit. Ja, ich werde das mal kaufen müssen. Die Geschichte mit dem, da unser größeres Teil, Rucksack. Aus irgendeinem Grund geht das Angreifen von unten besser. Ich habe keine Ahnung, warum. Und ob ich mir das nur einbilde, aber... So, kriegen wir, werden wir wieder angegriffen von 12.000 Viechern? Nupsikudas. Kein Kohl drin? Okay, nee, haben wir ja schon rausgeholt. Okay. Okay. Warte. Come on. Und kein Platz mehr. Hurra. Großartig. Schon wieder voll. God damn it. Und wir machen einen Hitpoint Schaden, 3, 4, okay. Und es dauert auch immer eine halbe Stunde, aber ne, gut. Gut, so, hier haben wir
Kopper. Will haben. Mehr Kopper. Noch mehr Kopper. Okay. Kopper war eingesammelt. Jetzt brauchen wir nur noch eine Leiter. Haben wir eine Leiter gefunden? Nee, noch nicht. Okay, also müssen wir einfach Sachen kaputt machen. In der Hoffnung, dass hier irgendwo eine Leiter spawnt. Und wir haben keinen Platz mehr. Natürlich nicht, natürlich nicht. Oh, Familie Slime. Mama, Papa und Baby Slime. Zieh ich euch, ermorden wir mal alle. Das gar nicht so einfach ist. Ja, aber ihr habt die Treppe gespawnt. Das ist doch alles richtig gemacht. Ich kann das Ding nicht treffen, weil da ein Stein liegt und ich einen Stein nicht treffen, ne, in einem Stein nicht kämpfen kann. Aber auch wenn das Insekt darüber fliegt, wohlgemerkt, ist das, ne, ist das Spiel der Meinung, nein, du kannst nicht und so weiter. Das ist. Okay, das tun wir. Kommt in die andere Kiste. In die hier. Nee. Nee. Okay, wir haben zumindest ein weiteres Dings und wir müssen noch was essen. Was können wir essen? Essen. Yummy. Algen. Ganzes Schleifermühle, ja, in der Tat. Aber, ich meine, ne, was sollte ich machen? Ich musste irgendwo, und sie hatten, ich meine, zwei Familienmitglieder hatten Leitern unter sich. Also, das ist ja auch eher ungewöhnlich. Aber das ist auch ein beklopptes System, dass alles. Oh, hier können wir Sachen killen. Dass alles eine Leiter spawnen kann. Da wächst. Da wird jetzt eine. Jetzt waren wir zu langsam. Ja, da wird dieses Vieh draus. Deswegen. Die so schnell wie möglich ausrotten, wenn sie sich noch nicht wehren können. Gott sei Dank. Hast du diese Viecher. So, und wir haben hier nirgendwo irgendwas von Wert. Gut, toll. Oh, da war Kopper drin. Na gut, da war es von Wert. Leiter wäre nett. Aber natürlich ist unser Inventory schon wieder voll.
So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch mal wieder, bevor wir hier wieder bewusstlos werden. Leave the mine. Ab nach Hause. Nein. Hier lang. Ja, Langschwert wäre, also überhaupt besseres Schwert wäre schon nett. Bessere Ausrüstung. Aber ich weiß halt, dass wir, wenn wir weiter, es gibt halt in Kürze, obwohl, ne, das dauert noch ein bisschen. Wir kriegen halt auch Sachen geschenkt. Das ist halt der Punkt. Und es gibt halt auch bessere Schwerter. Aber ich werde früher oder später was kaufen müssen, das stimmt schon. Okay, Farming ist Level auf. Okay, wir können Speed Grow machen, das ist gut. Und Farmer's Lunch, okay, was ist da drin? Und wir können Miner Street, okay. Wir haben Sachen erreicht. Können wir eigentlich noch so ein Ding bauen? Was brauchen wir dafür? 20 Copper auf 25 Stone, okay. Die Antwort ist nein. Dann machen wir das also noch nicht. Dann machen wir das hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Schön gießen. Moment, der Typ hatte uns doch gesagt, dass er auch ein neuer Fishing-Pole. Okay, also wir brauchen erstmal größeren Rucksack. So. Also, das nehmen wir raus. So. Dann wollen wir mal gucken. Da, Potato und Leek. Tun wir erstmal hier rein. Will ich mich jetzt nicht drum kümmern. Okay, was sind die neuen Crafting-Sachen? The Last Resort of the Hungry Cave Diver. Okay, wir können Bugmeat in einen Bugsteak. Okay, na warum nicht? Provides a moderate amount of light. Okay. Aber Moment, wir müssen doch kochen müssen wir doch hier. Wir können doch nicht einfach hier craften. Ist doch, wir müssen kochen. Für kochen brauchen wir eine Küche. die müssen wir uns kaufen. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist der Kram hier. Den können wir...
Das hier können wir craften, Field Snack, aber die anderen Sachen müssen wir... Die müssen wir kochen. Also richtig kochen. Okay, dann... So, was ist heute? Heute ist der 21. Habe ich schon wieder einen Geburtstag vergessen? Ich glaube, ja, am 20. hatte Shane Geburtstag, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, in diesem ersten Jahr werden wir bei den Geburtstag von jedem der Kollegen hier vergessen. Aber das ist in Character. Also das... Das ist, da bin ich dann auch ganz Rollenspieler. Ja, geh weg. Jetzt B. Ein Pilz. So, du Kollege. Ich möchte, dass du Upgrade Tools. Ich würde sagen, erstmal die Axt. Okay. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen Mining und dann... werden wir als nächstes die... Pickaxe upgraden. Und ich wollte größeren Rucksack kaufen. Nee, das machen wir morgen. What the f... Dreh dich um. Ah, diese Besteuerung ist so furchtbar. Okay. Hau ab. Wir laufen weg. So, da kommen wir jetzt nicht ran. Deswegen müssen wir erstmal die hier killen. Wo kommst du denn her?
Du kommst außerhalb der Levelbegrenzung. Das gehört sich nicht. Nun komm her hier. Vor allem, das Frühstück, das dauert halt auch eine halbe Stunde, während denen man, also buchstäblich, während der man nichts anderes machen kann, wenn man dieses blöde Ding bekämpft. Ja, die sind wirklich furchtbar. Also, die gehören. Ah, der Dings ist voll, natürlich. Was tun wir da rein? Das ist diese Truhe, da kommt der ganze Kram hin. Ach, blödes Mistvieh. Lass mich in Ruhe. Dreh dich um! Oh Gott, damit! Okay, wieder eine Slime, der eine Truhe verschluckt hatte. Ich will doch nur mal für 5 Minuten meine Ruhe haben. Okay. Ja, wir werden ja ein besseres Schwert investieren. Also dieses, dass das immer 10 Minuten dauert, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und dass schon wieder alles voll ist, geht auch auf keine Kuhhaut. Natürlich ist unser voll. Okay, mehr Kopper. Hier noch was? Nope. Okay, runter. Dreh dich. Oh, diese Besteuerung. Jetzt hänge ich fest. Okay, jetzt haben wir in der Wand festgehangen. Das ist das. Also, ihr glaubt gar nicht, wie glitschig diese Steuerung sich anfühlt. Das ist. Oh, ein Fest ist das. Oh, Reis gefunden. Okay.
Oh, herrlich. Das ist Ed. So, wir müssen irgendwas. Hier nehmen wir die Cola. Drei. So, so. Yes. So, wenn man von unten kommt, geht es. Das ist der Spaß. Das ist glitschig, wird es, wenn man von oben angreift. Das ist so strange. Oder von der, naja, von der Seite. Naja, von der Seite geht's, aber von oben ist, wenn man von oben kommt, ist schlecht. Ist halt diese Pseudo-Draufsicht geschuldet. Okay. Okay, thank you. Ah, deswegen, genau. Okay. Steel Small Sword, es ist aufregend. Wir haben ein besseres Schwert. Hier können wir angeln, aber wir können auch noch ein Level runter gucken oder müssen. Ne, wir müssen gleich zurück. Wir können mal gucken, was wir hier haben. Haben wir hier noch ein bisschen Kopper? Haben wir hier noch? Aber das soll reichen. So. Halt. Sind ein paar Cent, die wir uns natürlich gönnen wollen. So, ich hoffe, ich habe das Gießen nicht vergessen. Habe ich nicht. Gut. Small Glow Ring. Oh, damit haben wir Licht. Das ist schon mal gut. Damit können wir morgen noch. Okay, damit können wir noch irgendwas. Irgendwas pflanzen. Okay. Den Ring müssen wir anlegen. Das geht wie nochmal. Leute, habe ich ihn jetzt. So. Also, ich versuche noch einen Ring anzulegen. Ich kriege das hin. Hurra, wir haben ein bisschen Licht.
Level 2 Combat, Gott sei Dank. So. Können wir hier mal ernten? Sehr schön. Natürlich ist mein Inventory fucking Busch. Die Bienen. Okay. Gold Quality Personal brauchen wir. Noch nicht. Aber trotzdem behalten wir eine Strawberry zurück. Shipping Bin, zack. Daraus können wir später Wein machen. Das sollten wir vielleicht schon mal lagern für später. Ja, die behalten wir erstmal. Ich glaube, man kann Erdbeerwein machen, oder? Na, mal gucken. Dazu brauchen wir aber eine ganze Menge mehr Ausrüstung. Brauchen wir mehr Copper? Das können wir. Potatoes, wollen wir Potatoes für irgendwas? Wahrscheinlich für irgendein Rezept. Oder ist jetzt, verkaufen wir den Mist. So, und ich glaube, es dauert immer 2 Tage, bis die Sachen fertig sind von unserem vom Upgrade. Amethyst. Minuten warten. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum. Hey du? Was hast du? Ah, fuck off. Bringen wir dem blöden Wizard seinen Amethyst. I love animals. If you treat yours well, I'm sure. Ja, ich habe kein Geld für Anbauten und irgendwelche. Ne? So, wir brauchen einen Amethyst. Thank you. Und es ist eine neue Woche, das heißt, wir wollen davon auch einen mitnehmen. Unser Herz allerliebsten in den Rachen zu rammen, damit sie sich drüber freut, weil die Quarze so mag.
Und die stört dich auch gar nicht, dass wir immer jede Woche das gleiche schenken. Es ist so egal. Es ist so schön. Hauptsache, man kriegt das, was man... Aber ich meine, wenn man etwas mag, dann stört es einen wahrscheinlich nicht, wenn man davon viel bekommt. Und sie mag halt Quarz. Nee. Your workers were satisfactory. Here's the compensation. Thank you. What are you doing? I only load this trust. Okay, ich nehme an, du trustest mich noch nicht, mir noch nicht. Du magst mich noch nicht. Kann man essen, nehmen wir mit. Jede Woche selber schenke, ist schön, ja. Ja, ich weiß halt nur nicht, was... Ich meine, vielleicht baut sie aus dem Quarz irgendwas. Also vermutlich, das geht uns ja auch alles nichts an, aber das ist alles ein bisschen strange. Aber das ist das einzige von ihren Lieblingsgeschenken, das relativ einfach zu bekommen ist. Also aufzutreiben ist. Da gibt es halt andere Dorfbewohner, die einfacher zu romancen sind, sozusagen, weil sie einfach bessere bessere Geschenke oder Sachen gut finden, die man leichter finden kann. So. Also, aber wir können ja cheaten, wir können ja gucken, wo sie ist. Ist zu Hause. Wir haben sie genug belästigt. Wir bekommen eine Cutscene. Oh, hello there. My dad and I are just testing some soil samples. Ich denke immer, weil ich selber so alt bin, aber ich denke immer, unser Charakter ist in dem Alter ihres Papas, aber ist er natürlich nicht. Wir sind natürlich auch ein Kind. Aus irgendeinem Grund haben wir, obwohl, ich meine, wir haben doch schon in einer Softwarefirma gearbeitet. Das kann ja, eigentlich müssen wir doch schon eine, also so ganz jung kann man da auch nicht mehr sein. Also so kindjung meine ich oder jugendlicher jung. Das ist strange. Aber gut, das ist. Okay. Could you watch this beaker for me? I'm gonna grab the last batch of samples, okay? Science! Oder so. So, und jetzt kriegen wir wahrscheinlich das Talking, die... Ne, noch nicht. Kriegen wir jetzt nicht. Was soll das heißen? She's my special little girl. Bist du sicher, dass du ohne anwaltliche Beratung jetzt weiterreden willst? Okay. Ja, Fragezeichen. Hahaha.
Ja, wir haben über dich geredet. Das ist glatt gelogen. Wow, das ist ja eine interessante Family. Ist wahrscheinlich gar nicht ihr Vater. Actually, that was pretty good. Say nothing. Okay, kann ich jetzt das Haus betreten? Dankeschön. Nein, brauche ich nicht. Ich muss hier ein Geschenk abgeben. Bitteschön. Bitte sehr. Und dann rede ich noch mit dir. Thanks for helping out. Habe ich gern gemacht. Maybe I was speaking a little presumptuous earlier. Yeah, whatever. So, was willst du mir denn andrehen? Geschäftstüchtige Mama. Muss ich hier wieder... Ich würde gern... Ah, da muss ich hier hinklicken. Okay. Okay, Shop. Okay, das ist alles Unsinn. Das können wir... Ja, ja, ja. Was kostet dann... Welche... Wo, Cursor, wo möchtest du... Da? Okay. Upgrade House. I can increase the size of your house and add a kitchen. It will cost 10.000. Oh Gott. 500... Na gut, Wood können wir finden, aber... No, kein Geld. Construct Farm Buildings. Okay. Coop 4000. Okay, können wir uns auch nicht leisten. Barn 6000. Coop Dwelling. Okay, Barn Dwelling. Place for you to refill your watering can. Store Grass. Das. 100 Stone, 10 Clay, 5 Copper. 100 Stone, Moment. Haben wir 100 Stone? Oh, haben wir. Was brauchst du dafür noch? Zehn Clay, das haben wir da bestimmt auch, oder? Das bau mal hier schön in die. Okay. Baust es noch nicht. Weil unsere Madame Superkonstrukteurs Baumeisterin kann natürlich nicht da ein bisschen Rasen und Baumreste wegmachen, bevor sie den Silo dahin stellt. Nein, nein. Der muss da vorher weg, sonst kann ich hier nicht bauen. Ist ja kein Platz. Diese Dorfbewohner, das ist alles, das sind die großen Alten, die versuchen, den Protagonisten hier in den Wahnsinn zu treiben, damit sie ihn dann irgendwie leichter, nicht wahr, in die kosmischen Geheimnisse einweihen können. So, lassen wir mich hier durch, so. Kurz mal was checken. Wie ich die da am besten hinbauen will. Ja, fangen wir unten an und bauen dann nach oben. Naja, das ist, glaube ich. Oder ich meine, wir könnten hier... Mal schauen. Für Tacken, ja, für Tacken auch für dich. Wenn wir das Ding... Ich glaube, wir räumen ja erstmal alles ab.
Wir machen hier erstmal alles ab, was hier ist. Aber können wir nicht, weil wir das nicht, weil wir unsere Achsen nicht haben. Es ist, die Welt ist da. Und das hier auch. Das ist, ach Gott, ich hasse die Welt. Genau jetzt haben wir gerade keine Axt, wo wir das, wo ich genau hier. Obwohl, nee, jetzt hier da können wir was hinbauen, ne? Okay, gut, dann bauen wir es ganz nach unten. Die Entscheidung ist gefallen. Okay, ja, gute Nacht, Antares. Wir werden jetzt hier. Kann ich hier nicht schon was drin machen? So, jetzt der zweite Versuch. Unsere Baumeisterin. Ich hoffe, dass in der Zeit da nichts wächst, weil wenn da ja auch nur ein bisschen Unkraut ist, dann können wir da ja mit unserem Projekt nicht fortfahren. So, und wahrscheinlich hat sie jetzt zu inzwischen. Blöde Kuh. So, Bild. Was wir brauchen. Okay, na gut, dann können wir es noch nicht weiter. Wir können das dahin bauen. Einen. Ne? Da passt einer hin. Dann würde der nächste hier hinkommen. So. Ja, du hast gut lachen. Ich habe ja auch schon die ganze Arbeit für dich gemacht. Meine Güte. Spring ruhig, es hat alles keinen Sinn. Da können wir nichts mehr bestellen. Wir können mal ins Community Center gucken, ob wir da schon Sachen abgeben können. Das ist hier. Du bist neu? Ich glaube, du bist neu. Riverfish, Sandmoment, ein paar Sachen haben wir. Okay, Community Center. Den Fisch, ja. Da fehlt uns noch etwas, was wir hier nicht so ohne weiteres kriegen. Bream haben wir auch nicht. Sturgeon haben wir auch nicht. Carbonehead, okay. Sandwich plus Fisch. Hier möchtest du die Sardine haben. Die haben wir also auch. Gut. Green Bean und Potato müssten wir haben. Green Bean. Habe ich eine Potato übergelassen oder habe ich die alle? Habe ich wirklich alle Potatoes bis auf die Gold? Aber wieso steht Potato? Steht hier. Ich habe mir da extra die Liste rausgesucht. Steht hier irgendwas von Potato? Ja. Ich hab's überlesen. Fuck it. Okay, na gut, dann muss es halt die gute Potato sein. Brauchen wir die für irgendwas anderes? Ist egal, okay, aber ich will das Ding hier voll machen. Also Green Bean und Potato. Bundle complete. Sehr schön. So, du, Hammer, ja, mach mal dein Ding.
Okay, und da gibt's das nächste. So, während der da ganz langsam zurückgeht, gucken wir hier. Wir brauchen... Ach du liebe Güte, das haben wir alles nicht. Wir brauchen 5 goldene. Wie viele habe ich davon? Definitiv nicht 5, ne? 1, okay. Animal-Kram haben wir nicht, Artisan-Kram haben wir nicht, Fall-Crabs haben wir natürlich auch noch nicht. Okay, Summer haben wir noch nicht. Okay, Summer, Tomato, Hot Pepper, Blueberry und Melon. Okay, das sollten wir uns, das sollte ich mir merken, bevor wir, bevor der Sommer beginnt, dass ich das auch schon weiß. So, das haben wir erledigt. Was haben wir hier? Winter Forging, okay, Exotic Forging, das haben wir. Okay. Construction Bundle. Hardwood haben wir noch nicht, aber das Holz haben wir. Mit Sicherheit. Wofür brauchte ich 200 Stone? Habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte irgendwas mit 200 Stone machen. Na gut, da können wir über. Also die Stone, den Stone-Kram können wir hier immer noch reintun. Das läuft nicht weg. Okay. Ja, man muss ja so viel im Kopf behalten. Achso, ich wollte hier noch hingucken. Du möchtest Blacksmith. Okay, Copper kannst du kriegen. Slime, 99 Stück. Okay, Earth Crystal und Quartz. Earth Crystal und Quartz. Wie viel haben wir davon? Nö, nicht bei weitem nicht genug. Okay. Na gut. Könntest du aber noch irgendwas anbauen? Nee. Ja, wir machen es im Frühjahr ein bisschen gemächlich. Im Sommer werden wir dann durchstarten mit mehr Anbau. Dann werden wir auch die Anbaufläche vorher uns ein bisschen überlegen. Da werden wir dann die letzten Tage des Frühjahrs schon drauf verwenden. Aber wir müssen hier eher erstmal noch ein bisschen... ein bisschen Platz schaffen. Ups. Okay. Gut.
So, das Mähen werden wir dann machen, wenn wir unser Silo fertig haben, damit wir da gleich Heu rausmachen können. Okay. Haben wir noch... Die können wir morgen dann auch mal wegbringen. Wir haben keinen Kopper mehr. Ich meine, warum nicht? Obwohl, ich glaube, wir müssen es trotzdem vorher... So, ich glaube, du bist automatisch gewässert, weil du am Wasser stehst. Ich glaube, das ist die Idee. Aber wahrscheinlich wirst du... Du wirst wahrscheinlich eh nicht mehr wachsen in der Zeit. Schauen wir mal. Speed Grow wird später nützlich sein. Okay, dann gehen wir heute mal etwas früher zu Bett, dass wir morgen dann hoffentlich auch genug Energie haben. Und die Katze, unsere Katze kann sich übrigens teleportieren. Das ist überhaupt nicht übersinnlich oder außergewöhnlich. Was war das nochmal? Morgen ist Beautiful Sunny. Okay. Okay, Farming. Wir sind eine bessere Hoe geworden. Wir können ein Fenster machen. Preserve Jar. Das ist gut. Retaining Soil. Okay. Ist jetzt vielleicht endlich meine Axt fertig? Your copper axe is ready. Thank you. Hast du sie wenigstens geliefert? Getting together for the flower dance. Okay, ne, tomorrow. Na gut. Mit mir wird keiner tanzen wollen, aber das ist nicht weiter schlimm. Hallo Katze. Ich glaube, wenn man richtig schnell ist, kann man hier, kann man hoch genug Freundschaftspunkte kriegen, dass man tatsächlich mit einem Dorfbewohner, also dass ein Dorfbewohner mit einem tanzen will, glaube ich. Okay, Axt. Natürlich können sich Katzen teleportieren, ja. Ist man immer so, wenn man so in der Nicht-Katzenwelt sich die meiste Zeit aufhält, da vergisst man sowas immer wieder, dass das natürlich überhaupt nichts Außergewöhnliches ist. Aber der hat auch so bescheuerte Öffnungszeiten, der Depp. Ne? Der hat doch jetzt nicht auf und der macht erst dann auf, wenn ich nicht mehr... Das ist... Mal schauen. Also jetzt hat er... Ich glaube nicht, dass er vor 9 aufmacht. Die sind doch hier alle Faulenzer. 9 bis 4. Bullshit. Okay, dann angeln wir mal ein bisschen hier im Wasser. Warum nicht? Wo ist meine Angel? Da. Bin übrigens Profi-Angler, ne? Das habt ihr an der Bemerkung, wir angeln im Wasser. Natürlich sofort bemerkt, im Gegensatz zum Angeln in der Luft oder im Boden. Naja, ich bin schon ziemlich gut in solchen Sachen. Ja, es ist 9 Uhr, okay, gut.
Irgendwann werden wir auch eine Recyclinganlage bauen, da können wir das Zeug weiterverarbeiten. So, jetzt gib mir, also erstmal, weil ich das schon wieder vergessen habe, zum Glück habe ich noch dran gedacht. So, ich will meine Axt. Danke. You received a copper axe, meine copper axe. Aber gut, das kommt nach da, das kommt nach da. So, Process Geodes. Okay, 10 Copper, das ist nicht schlecht. Ein Stein, das ist schlecht. Nur mal 10 Copper, das ist okay. So viel Copper haben wir im ganzen Spiel noch nicht gemeint, wie wir hier aus 2 Geodes rausholen. Naja, stimmt nicht ganz. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch eine Mod, die das hier schneller macht. What the fuck? Mudstone, okay. Ho ho! Okay. What the? Passiert irgendwas? Sollen wir die Bücher finden? Oder können wir hier... Wieso ist hier ein Symbol und hier nicht, wenn wir... Ich... Vergessen, was das bedeutet. Okay, donate. Gerade Cauliflower Seeds bekommen, natürlich, die wir jetzt nicht mehr benutzen können. Fuck you very much. So, erklärst du mir hierzu irgendwas jetzt? Earth Crystal, okay. Was ist das zur Hölle hier? Nee, das da. Was? Das sind alles Earth Crystals? Petrified Slime. So, das ist dann also etwas für nächstes Jahr. Melon Seed. Oh, die sind für den Sommer. Okay. Was ist das hier? Sunfish, den haben wir schon abgegeben. Der kann also in die Shipping Bin. Das kann dahin. Fehlt natürlich wieder eins. Habe ich das nicht Also, das habe ich schon gedonatet, okay. Können wir das verkaufen? Okay. So, dann wollen wir noch ein bisschen. Was wollen wir noch machen? Wollen wir. Haben wir genug Copper für den Mist? Nee. Okay, also wir gehen zurück, machen noch ein Copperteil und geben dann unsere blöde Axt ab. Nee, nicht Axt, Pickaxe. Wo ist hier der verdammte? Hier. Ausgang! Ich will hier raus! So. Dup-di-dup-di-dup. Lauf schneller.
Copper Axe. Damit müssten wir das jetzt weghacken können. Und das gibt Hardwood. Und Hardwood ist besser als Softwood. Nicht wahr? Davon brauchen wir nämlich eine ganze Menge. Also was ist eine ganze Menge? Es ist... Und die einzige Möglichkeit daran zu kommen ist halt Baumstümpfe. Und diese komischen Dinger. Ich weiß nicht, kann ich die schon? Nope, noch nicht gut genug. Das sind wohlgemerkt nicht die Baumstümpfe, die überbleiben, wenn wir einen Baum fällen. Das sind halt die wirklich speziell an speziellen Stellen spawnen müssen. Und wenn man eine Forest Farm hat zum Beispiel, dann gibt es, ich glaube, 4 oder 6 Stellen, wo immer wieder, also wo einfach immer wieder welche nachwachsen, sozusagen. Wir haben das nicht, wir müssen dafür extra in den Wald gehen, wenn wir diese Baumstümpfe farmen wollen, was wir machen werden wollen. Das ist nicht so schlimm. Ist hier auch Hardwood drin? Nee. Habe ich hier gerade... Ach, du arbeitest hier, wa? Oh ja. Lass dir Zeit. Alle 2 Minuten haust du mal mit dem Hammer irgendwo dagegen. Okay, das ist ein schöner Job. So, das machen wir weg. Dann machen wir das Ding hier mal weg. Wenn das Ding auf deinen Kopf fällt, tut's mir leid. Oh, nein, nicht ganz. Okay. Mahagoni Seed. Oh, okay. Steine. Oh, ich habe ganz vergessen, ich wollte was essen. Und wir bleiben natürlich exhausted, auch wenn wir die Energie zurückgewonnen haben. Oder? Okay, der Baum muss auch noch weg. Dann sehe ich hier ein bisschen mehr. So, du baust da das Ding und wir gucken mal, was unser Copper-Kram macht. So, der hat natürlich sein blöder Laden inzwischen wieder zu, also können wir das erst morgen machen. So, aber zumindest haben wir damit jetzt genug.
Oh, ja, stimmt, ja. Pickaxe muss man noch aufrüsten. Du stehst hier auch so ein bisschen im Weg. So, müssten wir jetzt nicht mal langsam wieder... Wieso finden wir diese Pinecones nicht? Ist das ein Pine Tree? Das ist ein Oak Tree. Was ist ein Pine Tree? Das ist ein Maple Tree. Das ist ein Pine Tree. Okay, dann hauen wir davon mal ein paar um. Wir brauchen Pinecones. Ein Pinecone, na gut, besser als nichts. Dann haben wir was. Okay. Also Pinecone, das und das. Damit können wir craften. Das. Okay, ein Pinecone, sehr gut. Nein, das da. Können wir eigentlich schon... Copper Bars brauchen wir dafür. Aber ich meine, wir haben Copper Bars. Wie viele? Wir brauchen noch 5, also. So, wir brauchen 5 für unsere. Das heißt, wir können ein so ein Tap-Teil bringt noch nicht viel. Wir brauchen noch mehr. Okay. Gut. Wenn wir so ein Ding bauen, wo würde ich das... Ne, wir brauchen alle Resins, also dann... Ja, dann das mache ich dann, wenn ich alle... Weil das könnte, damit können wir die Bäume anbohren und... Harz oder was auch immer wir da gewinnen können, gewinnen. So, wir gehen heute mal ein bisschen früher schlafen, weil wir so exhausted sind. Und ich würde sagen, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Yes. Wir machen dann beim nächsten Mal
hier weiter. Heute wird es den Flower Dance geben. Das wird den ganzen Tag in Anspruch nehmen und uns überhaupt nichts bringen. Aber ist halt so, passiert hier in der Stadt. Werden wieder irgendwelche unsagbaren Gottheiten angebetet. Und darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ja, morgen machen wir weiter. Wir können schon mal aus der Tür gehen. Haben wir vielleicht hier irgendwas? Weil ich kann dann heute nämlich auch meine Axt nicht abgeben. Meine Pickaxe nicht abgeben, weil der Typ nicht da ist. Okay, das ist alles furchtbar. Ja, okay. Das war's für heute. Nächsten Mittwoch machen wir weiter. Ich muss mal gucken. Ja, ich denke, wir werden nochmal Stardew Valley. Ich will zumindest den Frühling, den will ich in dem Fall noch erledigen. Und dann werden wir mal wahrscheinlich wieder zur FDL zurückkehren. Okay. Ja, dann schönen Restabend noch, eine gute Nacht und ja, wenn ihr mögt, bis nächsten Mittwoch. Macht's gut. Tschüss.